Ja, jetzt nach dem verschlafenen, im wahrsten Sinne verschlafenen Hahnenkamm-Hill-Kleinbrennen, sollte man sich das natürlich nicht entgehen lassen, wenn man schon mal mit einem Fulli unterwegs ist und den Ehrenbach-Trail da beehren. Deswegen sind wir da und los geht's. Der Einstieg ist ja immer sehr gefürchtet, aber eigentlich ist da wenig dabei. Man rutscht halt ein bisschen, beziehungsweise ziemlich viel, wie man hört. Aber ja, lassen wir es halt rutschen. Solange das Vorderradl nicht ausbricht, ist ja immer alles im grünen Bereich. Und das, was man da hört, ist das Hinterradl. Von dem her keine Panik, alles in Ordnung. Nichts passiert. Und da kann man es dann eh schon wieder laufen lassen. Beziehungsweise rollen, wir sind ja nicht beim Triathlon. Was natürlich bei so einem Grabentrail immer dabei ist, ist Wasser. Der ist immer feucht, da ist immer nass, da kommt Schnee sauber durch. Im Sinne von kein Dreck war da auf der Dress drauf. Also, wenn man schön Wetterfahrer ist, hat man da sowieso nichts verloren. Und wenn man ein Bergsprinter ist, wenn man immer drauf schaut, dass alles steril sauber ist, nachher ist genauso verkehrt. Gut, das sind Vorurteile und hat nichts verloren. Aber keine Dame gesagt. Die Bergsprinter sind sowieso so eine eigene Klasse und Rasse. Und da mal genau schauen. Mir fällt gerade auf, das Vorderradl ist ein bisschen schmal. Was ich nämlich noch nicht gesagt habe, das ist nicht mein Radl. Das ist halt ein geliehenes. Ein geliehenes mit Motor. Ein Gruber-Assist-Radl. Weiß ich nicht, schwerer die da heute sowieso nicht am Honigkorb aufgekommen. Ja, es ist ja heuer so katastrophal mit der Form. Am gescheitesten gar nicht nachdenken. 46 Minuten mit Motor, also 100 Watt Zusatzleistung am Hinterrad. Und 2003 bin ich mit 47 Minuten im Ziel gewesen, ganz ohne irgendeinen Motor. Das heißt, die Form ist ja heuer zum Grausen. Zum Grausen. Das ist nicht zum Grausen da, das ist einfach ein Bach. Da wo man halt einmal durchfährt, ne? Oder zumindest versucht. Dann habe ich schon gegangen. Wer mitgedacht hat, wird draufgekommen sein, das ist der Ehrenbach. Gut. Da geht es wieder recht flüssig voran. Bisschen bergauf, ja. Das heißt, der Ehrenbach-Trail ist nicht nur zum Abschießen gut. Da muss man schon ein bisschen dretteln. Nein. Aber man wird da immer fleißigst belohnt. Oder bestens belohnt für den Fleiß, so wollte ich sagen. Und hat entsprechend da seine Stellen auch, wo Leute wie ihn halt einfach absteigen müssen. Es ist halt alles seine Grenzen. Ja. Da bin ich gegangen jetzt auch wieder zum Rutschen. Ja. Keine Frage. Na, das ist eine Kategorie zu hoch für mich, zu steil, zu schlutzig, aber gegangen sicher. Man kennt ja die Leute, was ist da packen. Hut ab von denen, allen Respekt, möchte die auch kennen. Möchte die auch kennen. So, da hat es dann wieder die übliche Schwierigkeit, das heißt null. Eine weitere Bachdurchquerung. Da sind wir nicht, weil man rechts runterfahren kann, aber durch den Schwung kommt man gar nicht in die Verlegenheit, dass das passiert. Schwung ist überhaupt so ein Stichwort auf die Trails. Zu langsam unterwegs sein ist nicht gut. Schnell natürlich auch nicht. Kommt halt aufs eigenen Pech davon. Aber
zu langsam, da ist eher nachher das Gleichgewicht gleich mal beim Teufel. Außer man kann im Stand stehen. Ist zwar empfohlenermaßen eine Grundvoraussetzung, ja, zum Trailfahren. Halt das, das ist neu, dass da so welche geht. Man sollte also wirklich im Stand balancieren, beherrschen können. Das war gut. Ehe man sich auf die Trails wagt, weil man dann einen entscheidenden Vorteil hat. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist so. Da sieht man sogar mal die Sonne einblinzeln. Ja. Und weil es sehr lustig ist, gleich ein bisschen ein Gatsch dazu. Wie gesagt, nichts für schön Wetterfahrer. Es ist immer Gatsch da. Jetzt kommen Wurzeln. Da nach dem Stand da. Beziehungsweise wer will, das ist auch neu, kann links über Chicken Way, darf ich jetzt nicht sagen, aber über die Abkürzung fahren und ein bisschen springen versuchen. Die Wurzeln sind halt unkritisch, alles trocken. Das nächste ist eine steinige Passage, felsige Passagen, das hat es da schon ziemlich ausgewaschen. Alles. Da haut es beim Rennen am meisten auf. Also jetzt nicht psychisch, sondern wirklich physisch, weil die meisten da gerade rausfahren. Und das meiner Meinung nach nicht der beste Weg ist, ja? Oder halt die beste Variante. Man wird zwar auch da auf der linken gezwungen zum Absteigen, ich zumindest, aber es ist bei weitem nicht so kritisch. Dann steigen wir halt ab kurz vor der Einmündung auf die Vorstraßen und passt schon. Wenn man da zurückschaut, es ist da die eine Variante wirklich nicht zu empfehlen. Das ist schon was für einen Freerider. Den werden wir bei einem Marathon nicht finden. Aber halt kaum. Gut, Überleitung zum zweiten Teil. Wir sehen uns dort. Gut, sind wir beim Einstieg vom zweiten Teil. Das waren jetzt ungefähr, was sagen wir denn, 50 bis 80 Höhenmeter. Da runter. Bis zu diesem Einstieg, der ist, ja, vergleichbar mit dem ersten. Man rutscht mit dem Hinterradl, aber das tut einem ja nichts. So, geht's gleich weiter. Das ist ein interessantes Phänomen beim Rennen. Servus, das sind, danke. Interessant beim Rennen, wollte ich sagen. Fährst du da ganz anders. Da fährt man ganz anders, nämlich viel kopfloser. Da fährt man halt einfach, ja. Da fährt man einfach. Wenn man weiß, also wenn ich vom Rennen rede, meine ich natürlich ein Kitzelzeug. Wenn man weiß, wie da die Zeiten sind von den Besten, bei den 7, 8 Minuten, die lassen es einfach krachen. Die fahren. Also gab es kein Morgen, gell? Und je nachdem, wo du da natürlich drin bist, von der Startreihenfolge, hast du da Leute vor dir, so wie mich, ja, die was vielleicht ein bisschen bremsen. Oder welche, da wo du einmal schaust, wie dein Täter Gas geben. Da ist lässig, da steht so ein leicht übers Vorderrad auf. Die Steine da sind ein bisschen Wachs. Kommt natürlich auch auf die Spur drauf an, wo man gerade unterwegs ist. Ja, ja. Na, heute redet er wieder gescheit, gell? Binsenweisheiten sind das. Stimmt eh. Habt ihr recht. So. Es ist da praktisch gleich schon wieder aus. Man merkt, der Übergang, da wird es felsig. Rechts geht es irgendwo runter. Das interessiert uns allerdings nicht. Logischerweise. Ja, damit haben wir es eh schon wieder geschafft.
Den letzten Teil werde ich nicht fahren. Der ist nämlich inzwischen ganz angeworfen. Ja. Also da wieder riskiere ich es lieber nicht. Das zahlt sich nicht aus. Gesetzten Fall, da steht es einer auf, fällt mir wirklich nicht leicht, auch weich. Leicht fallen tut man, ja. Aber ich sehe da gerade auch die Idealspur, da wo ich jetzt gerade gehe. Das hat sich da schon eingegraben. Gegangen da ist natürlich, ja. Frage der Überwindung.